Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen kleinen Video zum Spiel Clash of Clans und natürlich, wie immer, standardmäßig mein Dorf im Hintergrund, ihr wisst ja selber. Und ja, das Thema dieser heutigen Folge soll sein, dass ich euch mal einen kleinen Rückblick gebe auf den zurückliegenden Clan-Krieg, den wir leider Gottes verloren haben. Und zwar war der Clan-Krieg gegen den Clan Tomorrowland, Herzchen irgendwas. Ein Clan aus dem Land, feindliches System, aus dem Land Kolumbien, ein kolumbischer Clan, ein kolumbianischer Clan, so heißt es richtig. Und ja, ich muss dazu sagen, wir haben recht schnell erkannt, dass der CK verloren ist und deswegen haben viele ihre Angriffe nicht gemacht, beziehungsweise wie ich habe nur einen Angriff gemacht. Und den einen möchte ich euch auch gleich zeigen. Und zwar habe ich ihn angegriffen, den Kollege, Atom hieß er, der Kollege. Hatte eine ziemlich interessante Base, muss ich sagen. Habe ich so in der Art noch nicht gesehen. Fand ich eigentlich, also vom Aufbau her, fand ich sie eigentlich gar nicht so stark. Aber es hat sich halt so gezeigt, damit die Gebäude, also viele Gebäude, einzeln eingebaut sind. Ist jetzt nicht so, damit eine Mauer, in Anführungszeichen, ringsherum gebaut ist und man dann eben viele Gebäude, viele Prozente geschenkt bekommt. Sondern hier ist es wirklich so, die Gebäude werden hier sieht man es ja, richtig fein ummauert von einzelnen Mauerreihen immer und so sind die Prozente sehr schwer zu erreichen und das war am Ende dann auch mein Problem gewesen, hier die zwei Standards zu holen. Ihr seht ja 41%, ich werde den Angriff mal wiederholen, drück kurz Pause. Ihr seht, ich habe hier 4 Bogenschützen mit, für die restlichen Prozente dachte ich mir, hole ich dann irgendwo noch bei toten Gebäude ein paar Prozente. Dann den einen Riesen habe ich mitgebracht, weil ich von hier oben angegriffen habe und ich nicht wusste, ob hier oben irgendwo was ist, eine Tesla-Spule oder so. Weil ich wollte hier oben dann ja meine Golems setzen und deswegen habe ich den Riesen einfach mal so mitgenommen zum Testen, ob da irgendwelche Fallen liegen. Ja, dann habe ich die 22 Maxed Marker mit, die 5 Lakaien, die wollte ich, die 4 Lakaien, die wollte ich auch noch zum Prozente holen mitnehmen. Dann die 3 Maxed Schweinereiter, 4 Maxed Golems. In der Clownburg habe ich auch noch einen Golem gehabt, also waren es insgesamt 5 Golems. Dann den König auf 30, die Queen auf 25, dann ein Rage, 3 Jump, ein Freeze und ein Poison Spell. Und ja, ich werde mal den Angriff starten. Und ja, zeige ich euch mal, was los war. Eigentlich wollte ich, glaube ich, von oben sogar die Mauer aufsprengen, aber ich habe dann erst gemerkt, oh, ich habe ja gar keine Mauerbrecher mit. Und deswegen hat sich dann eben anders ergeben. Da habe ich die Magier hier oben gesetzt. Die Magier, die haben dann die Mauer dann aufgesprengt. Weil ich wollte hier oben einen Golem setzen, dann hier seitlich noch einen und hier vorne noch welche. Und das habe ich dann auch so gemacht. Hat eigentlich meines Erachtens ganz gut geklappt. Die Clownburg gelockt mit ein paar Schweinereitern. Hat nicht ganz so geklappt, weil die sollten eigentlich hier vorne auf den Bogenschützenturm laufen. Sind aber drüber gelaufen zur Luftabwehr. Und ja, ihr seht, es ist ein Lava-Hund drin. Die sehe ich so ungern, diese dreckigen Scheißviecher. Und ein Ballon, den ich ja, glaube ich, gar nicht erwischt habe. Nee. Das passiert mir öfters, dass ich den Poison Spell irgendwie daneben setze bei Lufttruppen, weil irgendwie der Winkel sieht einfach anders aus. Man denkt, man ist mit dem Poison Spell genau drauf, aber ist man eigentlich genau nicht. Und ja, da kommt sowas zustande. Ihr seht, ich habe jetzt von 3 Punkten angegriffen, habe meine 2 Jump Spells gleich gesetzt. Für den dritten hatte ich dann im Vornherein gar keine richtige Möglichkeit, also gar keine richtige Verwendung mir ausgedacht, wo ich den hinsetze. Den wollte ich dann noch spontan setzen. Und ja, ihr seht schon, der Lava-Hund ist jetzt zerstört. Die Truppen gehen eigentlich so ganz gut durch, finde ich. Hier drüben holen die Magier die guten Prozente raus, die feinen. Ich habe auch, glaube ich, auch gleich den Freeze gesetzt, dass der Inferno hier nicht so viel Damage macht. Aber das Problem war wieder, der König ist ja außen rum gelaufen und die Queen, die ist, glaube ich, reingelaufen, genau. Aber ja, am Ende haben, wie gesagt, die Prozente gefehlt. Und da sitzt dann noch, ich habe dann noch mit Minions versucht, Prozente zu holen und mit den Bogenschützen, aber es hat leider Gottes nicht mehr gereicht, hier irgendwelche Prozente zu holen, irgendwelche Sterne noch zu ergattern. Ihr seht, die Queen holt sich hier ganz lockerflockig das Rathaus, werde ich jetzt noch zünden. Zack, 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 Rathaus ist down. Aber wie gesagt, 41% habe ich. Ihr seht, mehr ist es nicht geworden. Ich habe jetzt noch 3 Bogenschützen gehabt und 4 Minions. Aber ich dachte, ich kann hier außen irgendwo Prozente holen. Aber, falsch gedacht. Scheiß Tesla-Spulen. Dämlicher, dreckiger Wichser, Atom da. Hätte ich zwar genauso gemacht, aber, ja. Hätte ich mir anders vorgestellt auf alle Fälle. Dachte, die Prozente hole ich mir hier noch. Aber, dass da Tesla-Spulen liegen, dass da Teslas versteckt sind, wusste ich nicht. Habe ich dann erst gemerkt und ja, war ich ein bisschen verärgert drüber, aber war am Ende auch mein Fehler, muss ich sagen.
41% war ich nicht ganz zufrieden damit, weil hätte ich eigentlich mehr schaffen können. Es war zwar eine Maxed Out Base, aber der Aufbau war schön, muss ich sagen. Den kann ich weiterempfehlen, der Aufbau. Prozente waren hier wirklich schwer zu erreichen. Vielleicht hätte ich vorhin woanders angreifen sollen, aber ich dachte, so greife ich an. Und am Ende, ja, hat nicht ganz so geklappt, aber ihr seht, wir haben auch Leute drin gehabt hier. Der Nathanael, oder wie er hieß, nee. Ja doch, Nathanael, der hat ja einen Stern geholt insgesamt. Sind dann halt Angriffe dabei, wo man eben einen Clownkrieg nicht gewinnen kann. Hier habe ich noch einen gemacht mit Katalin Account. Standardmäßig mit den Schweinereitern, wie immer. Ja, und hier unten habe ich glaube auch noch mit dem meinem Bob-Account irgendwie Sterne geholt. Nee, warte mal, wo war's denn? Hä? Habe ich oben? Ich weiß gar nicht mehr. Na egal. Jedenfalls haben wir den Clownkrieg verloren. Und wir haben jetzt auch schon wieder einen neuen kleinen CK am Laufen. In 3 Stunden geht er los. In 3 Stunden und 42 Minuten. Gegen den Clown Tawau Dota 2 aus Indonesien. Ja, finde ich eigentlich von der Verteilung her, also von der Gegnerstärke her, ein fairer Clownkrieg, muss ich sagen. Die haben einen Rathaus 10er und 2 Rathaus 9er, wir auch. Dann haben wir 2 Rathaus 8er, die haben auch 2 Rathaus 8er. Muss ich sagen, ist ein fairer CK. Ich mache euch mal die 1 zeigen und die 2, welche ich heute angreifen werde oder morgen früh. Ich denke, machbar. 2 Sterne müssten eigentlich locker drin sein, muss ich sagen. Mit 3 Stern Taktiken habe ich jetzt mal bei YouTube nachgeschaut. Aber habe ich halt noch nie ausprobiert sowas mit Schweinereitern und Golems und sowas. Aber vielleicht probiere ich es mal nach außen in Zukunft. Aber wie gesagt, habe ich noch null Erfahrung damit. Weil sonst ist die Base, denke ich, auch locker zu 3 Sternen, wenn man es ein bisschen mehr drauf hat als ich. Klauenburg ist auch schon voll, steht aber recht scheiße in Klauenburg. Ja, ich denke, 2 Sterne sind eigentlich locker drin. Die Base ist nicht gut ausgebaut, ist eine, ich will jetzt nicht sagen, gerushte Rathaus 10 Base, aber direkt stark ist sie nicht. Die Nummer 2, wo haben die Nummer 2? Da ist die Nummer 2 schon besser ausgebaut, sage ich mal, also vom Grund auf besser aufgebaut. Ja, ich denke auch, 2 Sterne, 3 wären schwer, bin ich ein bisschen schlecht, vielleicht waren es 3 Sterne, aber 2 Safe Sterne auf alle Fälle. Hier ab der Nummer 3 wird es dann etwas schlechter zum Glück, da werden dann mehr Sterne holbar sein. Es sind zwar, muss man sagen, recht gut ausgebaute Bases. Es sind keine zusammengerushten, zusammengeschobenen Bases irgendwie. Es sind durchaus fast, also alle Max sogar. Die Rathaus 8er waren Max gerade eben. Gibt's Schlimmeres auf alle Fälle. Und die Rathaus 7er ist auch Maxed. Ja, auch Maxed. Eigentlich vom Sinn her gar nicht verkehrt. Aber ich hoffe trotzdem, mit mir hier mindestens, also einen Sieg rausholen, denke ich. Also hofft zumindest. Weil der letzte Clown, der war schlecht, besser als wir. Aber dieser Gegner hier ist, denke ich, machbar, hoffe ich zumindest, dass ja, wir hier den Sieg holen können. Gucken ab bei uns, ich habe hier einen, ich bin ja der Vize-Anführer im Clown und habe hier etwas rumgemeckert gehabt, weil gewisse Leute hier ihre Base nicht umgebaut hatten. Ja, die Base ist auch umgebaut, die sah vorher viel schlechter aus, jetzt sieht sie, naja, halbwegs ansprechend aus. Ich weiß doch nicht, was die Mauer hier außen rum soll, aber ja. Ist dann meckern auf hohem Niveau. Weil, wie gesagt, vorher, manche Bases gingen einfach gar nicht. Vielleicht finde ich noch eine. Ich habe 3 Leute angemeckert gehabt, dass das überhaupt nicht geht hier. Der King. King Joshua, bitte. Also, gibt eigentlich Besseres, die Clownburg sonst wo im Abseits. Naja. Gibt Schlimmeres, aber gibt auf alle Fälle Besseres. Gibt bessere Radio 7 Bases, genau wie Rubito hier. Ja. Kann man nichts zu sagen, muss man nichts zu sagen. Es nervt etwas, finde ich, dass es so Spieler gibt, die das Spiel nicht ganz verstehen, also die das nicht ganz durchdringen, dieses Spiel. Aber ne, das ist halt so, kann man nichts dagegen machen, wird es in jedem Clan geben, solche Spieler. Und ja, das soll es auch wieder gewesen sein zum heutigen Video, Leute. Lasst mal einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video, euer Christian.